Ja, gut, es ist schwierig, gegen Mannschaften zu spielen, die mit 10 Mann hinten drin spielt, die Räume eng macht, die das gut gemacht haben, haben uns das Leben schwer gemacht. Wir haben in den entscheidenden Momenten, sage ich mal, die Tore gemacht. Einzeln in der ersten Halbzeit ist 2-0 gerade mal so eine Phase, wo es dann halt ein bisschen ruhiger und nicht rund lief. Aber nichtsdestotrotz, so ein Spiel muss man auch gewinnen. Und wir haben die 3 Punkte und der Rest, morgen redet kein Mensch mehr davon. Ich glaube, wir haben heute nicht das schönste Spiel gezeigt, aber ich glaube, es war wichtig für uns, die 3 Punkte mitzunehmen. Wir haben gegen einen Gegner gespielt, der sehr tief stand, der sehr kompakt war in der eigenen Hälfte. Und auch da musst du erstmal deine Lösung finden. Ich glaube, wir haben eine gute Truppe an Bord. Wir haben ja, oder viele von uns haben ja damals schon bei TB gespielt, sind gemeinsam aufgestiegen. Wir kennen uns, wir mögen uns. Ich glaube, es macht einfach Spaß, hier mitzukicken. Uns war halt wichtig, dass wir heute auf jeden Fall die 3 Punkte einfach mitnehmen. Und wir haben darauf gehofft, dass Biesdorf heute vielleicht einen Punkt liegen lässt, dann wäre das heute schon ein Aufstieg gewesen. Jetzt müssen wir halt nächste Woche rüber nach Biesdorf und dann müssen wir halt da unsere Aufgaben machen und dann, denke ich mal, sind wir aufgestiegen. Naja gut, du spielst halt gegen Gegner, die sind Zweiter, die wollen unbedingt, sag ich mal, an uns vorbei oder rankommen, sage ich mal. Die werden alles aufbieten, was jetzt aufzubieten haben, was gesund ist, wird auf den Platz geschickt, um uns das Leben so schwer wie möglich zu machen. Ich sage meinen Jungs immer, ihr müsst nur eure Leistung abrufen, konzentriert spielen, wach sein. Sag ich, dann wird es schwer, euch zu schlagen. Und sowas werde ich am Wochenende auch wieder sagen. Und die Jungs wissen ja, also ich mache mir da in dem Sinne jetzt nicht so viele Gedanken, weil ich ja weiß, wenn sie müssen, dann können sie auch abliefern. Dem Verein macht es halt aus, dass halt einfach, man hat hier Spaß am Fußball. Ja, die Atmosphäre ist gut und ja, es macht einfach Spaß, mit guten Fußballern nochmal zusammenzuspielen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum auch alle sagen, wir machen das. Ja, weil man hat eine gute Truppe, jeder weiß, was der andere kann. Ja, das ist gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.